Danke, geehrter, liebe Thüringer. Am Anfang wollte ich mich entschuldigen für meine etwas angeschlagene Stimme. Sie ist noch das Ergebnis einer überwundenen Erkältung. Hätte ich gerne am Sonntag gemacht, aber am Sonntag hat mich gerade die Erkältung erwischt. Das war Paracetamol dann statt Bier. Nichtsdestotrotz, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, vor euch reden zu dürfen. Denn die erste Demo überhaupt in meinem Leben, an der ich teilgenommen habe, war hier in Erfurt am 7. Oktober letzten Jahres. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Denn ihr habt mir klar gemacht, wie wichtig es ist, in Zeiten wie diesen auf die Straße zu gehen. Und es ist euer Verdienst, dass ich mich mit anderen Parteifreunden zusammengeschlossen habe und wir nun auch in NRW demonstrieren. Ich danke euch und insbesondere dir, lieber Björn, für euren Mut und eure Weitsicht. Und es macht mich stolz, hier vor euch reden zu dürfen. Denn ich sehe hier Menschen, die mir Hoffnung für die Zukunft unseres Landes machen. Menschen, die nicht mehr bereit sind, tatenlos zuzusehen, wie die Altparteien Deutschland in den Abgrund führen. Menschen, die trotz aller Anfeindungen und Verleumdungen durch die Altparteien und die Staatsmedien den Mut haben, offen und friedlich für die Zukunft ihrer Familien und Freunde in Deutschland zu kämpfen. Ihr seid nicht bereit, euch der grün-besser-menschlichen Unfreiheit unterzuordnen. Ihr resigniert nicht, ihr habt den Mut zur Wahrheit und den Mut zu Deutschland. Und dafür danke ich euch. Natürlich sind wir heute hier, weil wir es nicht unwidersprochen hinnehmen, wenn gegen unser Grundgesetz und unser Asylrecht verstoßen wird. Selbstverständlich sind wir heute hier, weil wir es nicht einfach so hinnehmen, dass in diesem Jahr wie im letzten Jahr weitere 1,5 Millionen Menschen aus kulturfremden Regionen nach Deutschland kommen. Und wir sind heute hier, weil wir es nicht hinnehmen, dass eine solche Masseneinwanderung zum Kollaps unseres Sozialstaates führen wird. Aber wir sind auch hier, weil wir keinen grünen Weltverbesserungsfantasien anhängen. Dank Herr Trittin und Frau Merkel bezahlen wir jedes Jahr über 23 Milliarden Euro an Zwangssubventionen auf unseren Strompreis. Mit Mehrwertsteuer sind das über 27 Milliarden Euro pro Jahr. Pro Kilowattstunde sind das mittlerweile 6,35 Cent an EEG-Zwangsgebühr plus Mehrwertsteuer. Doch wir bezahlen ja nicht nur für den Strom, den wir direkt verbrauchen. Denn der Bäcker muss auch seine Brötchen backen. Und wenn der mehr für seinen Strom bezahlt, dann muss er seine Brötchen halt teurer verkaufen. Immerhin ist er ja nicht die EZB und kann das Geld drucken. Und deshalb sind diese 27 Milliarden Euro komplett von euch zu bezahlen. Das sind pro Kopf der Bevölkerung über 300 Euro pro Jahr. Das Versagen der Altparteien in der Energiepolitik raubt einer vierköpfigen Familie im Durchschnitt somit 1.200 Euro pro Jahr. Der Strompreis hat sich in den letzten 16 Jahren verdreifacht und wir zahlen mittlerweile mehr als doppelt so viel wie die Franzosen für unseren Strom. Und wer einmal mal in Frankreich war, der weiß, wie teuer alles in Frankreich ist. Doch der Strompreis in Deutschland wird weiter explodieren. Denn im Gegensatz zu mancher physikalisch unbedarften Grünen wissen wir, dass es keine bezahlbaren großtechnischen Stromspeicher gibt. Wir wissen sogar noch mehr. Wir wissen, dass der Wind weht, wann er will. Und manche grüne Bessermenschen weiß im Gegensatz zu uns wohl auch nicht, dass nachts keine Sonne scheint. Windkraft und Photovoltaik können deshalb unser Land nicht verlässlich mit Strom versorgen. Nur dank der Zwangssubvention werden sie überhaupt gebaut. Und ihr Zweck ist deshalb auch nicht primär die Produktion von technisch minderwertigem Zufallsstrom, der die Netzstabilität gefährdet und das Blackout-Risiko erhöht. Der eigentliche Zweck von Wind- und Photovoltaik ist es, auf eure Kosten die Taschen der grünen Ökoprofiteure zu füllen.
Lumpenpack! 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 Doch die desaströse Energiepolitik führt nicht nur zu einer asozialen Umverteilung von unten nach oben. Sie sorgt vor allem dafür, dass die Industrie aus Deutschland abwandert. Und mit jedem verschwundenen Industriearbeitsplatz verschwinden die Zukunftschancen unserer Kinder und der Wohlstand unseres Vaterlandes. Die grünen Weltverbesserer haben wohl noch nicht verstanden, dass nicht alle Deutsche Sozialarbeiter oder Musikpädagogen sein können. Herr Professor Frank Endres von der TU Clausthal hat den ganzen Irrsinn der deutschen Energiepolitik sehr treffend in einem Satz zusammengefasst. Ohne Speicher ist die Energiewende technisch unmöglich, mit Speichern ist sie auf unabsehbare Zeit finanziell unmöglich. Und deshalb sind wir heute auch hier, weil wir eine den technischen und den physikalischen Fakten widersprechende rein ökoreligiöse Energiewende ablehnen. Und deshalb fordern wir, das EEG ersatzlos zu streichen. Und es darf dabei auch kein Tabu sein, die bereits Bestehungen, Verpflichtungen an Zwangszahlungen an die Ökoprofiteure in Frage zu stellen. Und genauso gehört die ENEV, die Energieeinsparverordnung, abgeschafft. Denn wir wollen nicht, dass wir zwangsweise und wirtschaftlich vollkommen unrentabel unsere Häuser in Styropor einpacken, nur damit sie besser brennen und der Specht darin nisten kann. Wir glauben an den mündigen, eigenverantwortlichen Bürger. Darum sagen wir Nein zu jeglicher staatlicher Ökoplanwirtschaft und zu der ökoreligiös-ideologischen Bevormundung unserer Bürger. Der Geist der grün-bessermenschlichen Unfreiheit, der hierfür verantwortlich ist, ist derselbe, der auch für die Masseneinwanderung verantwortlich ist. Beseelt von diesem Geist haben die Altparteien auch in der Energie- und Umweltpolitik vollkommen versagt. Von Frau Ayn Rand stammt das treffende Zitat: Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren. Genau diese Konsequenzen der Realitätsverweigerung der Altparteien erleben wir in allen relevanten Politikfeldern. Doch ihr seid nicht länger bereit, diese Konsequenzen unwidersprochen hinzunehmen. Ihr setzt euch ein für die Zukunft Deutschlands, den Erhalt unserer abendländischen Kultur und unserer Identität. Und darum bitte ich die unter euch, die noch kein Mitglied in der AfD sind, macht mit und tretet bei uns ein. Lasst uns gemeinsam kämpfen für unsere Heimat und unser Vaterland. Und deshalb möchte ich meine Rede mit einem Zitat von dir, lieber Björn, schließen. Kämpfen wir gemeinsam für eine deutsche Zukunft in der Mitte Europas.